Das dürfte heute ein roter Montag werden und der Grund dafür ist die weitere Eskalation im Handelskrieg. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der neuen Woche. Und die beginnt, wie gesagt, mit roten Vorzeichen. Es gibt zwei Hauptgründe für diese roten Vorzeichen. Das erste ist, dass wir jetzt die Situation haben, dass diese Währung, die Sie hier sehen, das ist der Offshore-Yuan, also die chinesische Währung, die offshore in Hongkong gehandelt wird, wo angeblich wenig Manipulation der Fall ist, anders als die Steuerung des Onshore-Yuan, des also in Shanghai gehandelten Yuan, wo die Regierung praktisch den Daumen drauf hat. Hier sehen wir, dass der Kurs geradezu explodiert ist, über die 7er-Marke, das erste Mal seit 11 Jahren, dass das passiert ist, dass der Yuan, das Dollar-Yuan über die 7er-Marke steigt. Das heißt, China eröffnet ein Stück weit den Währungskrieg. Nun sagte die People's Bank of China, naja, das haben wir doch eigentlich gar nicht gewollt. Wir werden diese Short-Spekulation auf den Yuan beenden. Die sei allerdings bedingt eben durch den Protektionismus, durch die Zölle von Donald Trump. Aber dass man es zulässt, schon durch die Setzung des Referenzkurses bei 6,92, am Freitag waren wir noch knapp unter der 6,90er-Marke, zeigt, dass man so ein Stück weit doch es eben darauf angelegt hat, dass hier eine Bewegung nach oben stattfindet, bei Dollar-Yuan mithin, also der Yuan abverkauft zum Dollar, und das machte vielen Sorgen. Erinnern wir uns an den August 2015, damals dieser Abwertungsschritt der Regierung in Peking. Das hat damals die Märkte geschockt, da war wirklich Action am Markt. Anfang August 2015, vor relativ genau 4 Jahren, wiederholen sich jetzt die Ereignisse, das ist die große Frage. Das zweite große Problem, das die Märkte heute haben, ist ein Bericht, wonach Peking die staatlichen Firmen angewiesen habe, keine US-Landwirtschaftsprodukte mehr zu kaufen, in Reaktion auf die Verhängung der Zölle, die auch für China überraschend kam. Man war nicht gewarnt, wurde durch einen Tweet von Donald Trump darüber unterrichtet, und nach einem neueren und sehr neuen Bericht ist es so, dass Donald Trump das gegen seine Berater gemacht hat, gegen den ausdrücklichen Rat von Mnuchin, Lighthizer und anderen. Nur Peter Navarro hat gesagt, ja, lass uns das machen, lass uns hier die Zölle erheben, auch auf diese restlichen 300 Milliarden, wenn die Chinesen kein Entgegenkommen zeigen. Dementsprechend ist das eine sehr Trumpsche Aktion gewesen, auch wenn der Tweet dann unter Mithilfe von Mnuchin und Lighthizer formuliert wurde. Jetzt haben wir also die Situation, dass hier die Dinge ein bisschen eskalieren. Wir haben auf der anderen Seite die Situation, dass sichere Häfen gefragt sind, Gold steigt. Wir sehen, dass Staatsanleihen weiter steigen im Kurs, mithin die Rendite also fällt. Wir sehen hier die 10-jährige Rendite der US-Staatsanleihe bei 1,775. Das ist nun schon auf dem Weg zum tiefsten Stand des Jahres 2016 im Vorfeld der Wahl von Donald Trump. Da waren wir bei 1,46%, aber es ist sozusagen hier ein echter massiver Kurs, eine massive Kursexplosion von Renditen, wobei sich die nicht die Kurse, die Kurse explodieren, die Renditen implodieren, fallen. Also wir sehen, dass hier die dreimonatige Anleihe unverändert ist, aber hier die 10-jährige 8 Basispunkte verliert. Mithin haben wir also eine weitere, eine verschärfte Inversion der Zinskurve. Eine dreimonatige Anleihe rentiert deutlich höher als eine 10-jährige. Das sind normalerweise Zeichen für eine Rezession, und darauf deutet eben auch hier diese Bemerkung von Octavio Costa, der sagte, seit wann fallen eigentlich, oder wann tritt das auf, dass Renditen fallen, wenn die Fed die Zinsen senkt? Und sie hat sie ja letzte Woche gesenkt. Das gab es nur zweimal, 1987, das führte dann zu dem Crash und bei der großen Finanzkrise, GFC, Great Financial Crisis. Hier sehen wir diese beiden Perioden, wo das, was jetzt derzeit auch passiert, der Fall ist, nämlich dass Renditen fallen, obwohl die Fed die Zinsen senkt. Und das zeigt, dass wir möglicherweise auch bei den Aktienmärkten ein bisschen Sorgen haben könnten, dass da etwas schief läuft. Wir sehen zum Beispiel, dass jemand, der als Guru gesehen wird, ob zu Recht oder Unrecht, nämlich Warren Buffett, praktisch als Nettoverkäufer seit dem ersten Quartal von US-Aktien am Start ist. Also Tina ist vielleicht doch nicht so lebendig, there is no alternative, vielleicht gibt es doch eine Alternative, fragt sich nur wo, möglicherweise im Gold. Jedenfalls sehen wir, dass auch in Sachen Deutschland hier die Renditen weiter nach unten purzeln. Wir haben jetzt durchgängig negative Renditen, selbst die 30-jährige
deutsche Staatsanleihe hat Negativrendite. Sie bekommen also für keine einzige deutsche Anleihe mehr Rendite. Das ist doch ein wunderbares Zeichen. Schauen wir uns dann nochmal an, was eben das Problem jetzt an dieser Geschichte ist. Wir sind hier bei Runde 2, was diese Zölle betrifft. Und wir sehen hier diesen grünen Bereich. Das ist das, was sozusagen Consumer Goods sind. Das ist das, was den Leuten dann im Portemonnaie wie tut an den Zöllen direkt sozusagen die Menschen betrifft, wenn sie Kleidung kaufen, wenn sie Elektronikgeräte kaufen. Wir sehen hier, dass dieser Konsumentenanteil noch relativ überschaubar ist, dass aber in einer dritten Runde, wenn Trump dann möglicherweise verärgert über die Reaktion Pekings die Zölle von 10% auf 25% erhöhen würde, dann hätten wir schon einen sehr, sehr dicken Batzen auch für den Konsumenten. Das heißt, die Kosten für die Konsumenten steigen, die Inflation steigt. Wir dürften da sozusagen in eine Teufelsspirale kommen bei gleichzeitigem Wirtschaftsabschwung. Das ist durchaus eine giftige Mischung. Wir haben gesehen am Freitag die Explosion des VIX nach oben, der Vola also. Wir haben gesehen, dass der S&P hier eigentlich in einem Zielpunkt angekommen ist, dort abgeprallt ist an relevanten Marken. Wie geht es jetzt weiter? Das ist die große Frage und wir schauen uns mal die Charts an. Sponsored by Capital.com. Wir sehen hier den Dollar-Yuan Offshore. Wir sehen also hier diese massive Bewegung über die 7er Marke und sind jetzt eben bei 7,086. Das ist ein echter Hammer. Das ist die Entwertung des Yuan. Das ist sozusagen die Gegenmaßnahme der Chinesen gegen die Zölle der Amerikaner und das wird nicht unbeantwortet bleiben. Mal sehen, was Trump heute dazu zu sagen hat. Schauen wir uns die anderen Märkte an, startend etwa mit dem Dow Jones, sind der bei 26.245 aktuell getaxt wird. Leichte Erholung in den letzten Minuten, aber doch dominante Abverkäufe. Erster Abverkauf Fed, zweiter Abverkauf Trump-Tweet. Und dann jetzt eben der dritte, wenn man so will, durch die Eskalation im Handelsstreit. Wir haben ein ähnliches Bild natürlich in den anderen Märkten. Nasdaq 100 etwa, 7.595 jetzt, also deutlich tiefer. Wir sehen, dass der S&P 500 jetzt bei 2.902 Punkten handelt und der DAX dürfte unter der 11.800er Marke nach aktuellem Stand eröffnen, 11.757. Was macht die Devisenseite jenseits des Yuan? Wir sehen, dass der Euro ein bisschen stärker wird, 1,1127. Wir sehen Dollarschwäche eigentlich auf breiter Front. Ansonsten, wir haben das Gold, das profitieren kann. Sichere Häfen, Staatsanleihen, vermeintlich sichere Häfen, Staatsanleihen. Und Gold sind die Profiteure knapp 1453 und das amerikanische Crude Oil hält sich einigermaßen bei $55.06. Also, wenn die Dinge so sind, wie sie berichtet werden, nämlich, dass die Chinesen keine Landwirtschaftsprodukte mehr aus den USA kaufen, wenn jetzt die Entwertung des Yuan weitergeht, dann stehen wir vor schweren Zeiten, denn dann eskaliert das, was sozusagen Trump jetzt nochmal angefangen hat, nochmal fortgeführt hat mit diesem Tweet am Donnerstag, eskaliert weiter. Das wird die Märkte, die sehr einseitig positioniert sind auf der Long-Seite, die sehr complacent waren, vertrauensselig waren, mit einem extrem niedrigen VIX, mit niedriger Vola, was soll schon passieren? Die Fed wird es richten, der Handelskrieg wird nicht eskalieren. Das Gegenteil ist passiert, die Märkte sind zu schnell in ihrer Erwartung von Zinssenkungen, sind wahrscheinlich vor der Kurve. Ja, die Fed dürfte die Zinsen senken, aber möglicherweise nicht so schnell, wie die Märkte eben erwarten. Wir haben im September eingepreist eine Wahrscheinlichkeit von 100%, dass die Fed die Zinsen senkt. Aber die Frage ist die wirklich bereit, dieses Spiel mitzumachen, das Donald Trump offenkundig hier spielt, nämlich mehr Zölle. Das schwächt die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Die Fed muss dann die Zinsen senken, dadurch steigt wieder das Vertrauen, die Wirtschaft erholt sich wieder, die Finanzmärkte stärken sich, dann kommen die nächsten Zölle etc. Dieser Kreislauf, der wird so wahrscheinlich nicht funktionieren. Das wird Donald Trump nicht durchziehen können. Und jetzt ist die Frage, wie werden heute die Märkte reagieren? Wir dürfen gespannt sein. Ich wünsche erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag, meine Damen und Herren. Bis dann, ciao.